Heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach die Venusfliegenfalle vermehrt über Blattstecklinge. Ihr braucht dazu einen Topf, einen Untersetzer, Wasser und Torf. Ich nehme Weißtorf. Also Weißtorf soll man nehmen. Und man kann auch, es gibt ja auch spezielle Karnivorenerde, kann man auch nehmen, aber ich nehme einfach nur Torf. So, man füllt zuerst diesen Topf mit Erde. So, und feuchtet den an. Muss ich jetzt. Dann füllt man das Wasser in den Untersetzer, stellt den Topf rein. So sieht das dann aus. Dann muss man sich ein Blatt aussuchen, das man nehmen will, um die Blattstecklinge zu vermehren. Ich suche mir eins aus. Hoch, die müssen wir einpacken. Ich nehme. Das ist nicht. So. So sollte das dann aussehen. Jetzt nicht so nass, ich mache es sauber. Aber es sollte auf jeden Fall diese weiße Wurzel haben. Oder dann macht man ganz einfach ein Loch hier rein. Und macht es. Drückt es etwas fest. Man kann dann noch Torf nachfüllen. Ja, und dann ist es eigentlich schon fertig. Und so sieht das Ganze dann hinten dran aus. Und tschüss dann. Ich freue mich.